Ich muss noch mal gucken hier, dass ich nicht Stufe runterfalle. Das Gartentürle auf. Zack. So. Eigentlich sind wir immer noch bei Tag 1. Der feiert schon wieder. Eigentlich sind wir immer noch bei Tag 1 von der Auf die Dicken Tour. Tag 1 auf YouTube eingeben. Aber ich werde das als Tag 2 deklarieren. Denn wir gehen jetzt zu Udo Snack, best Burger in town. Udo Snack! Ja, ich bin der Udo. Udo Stress. Udo Snack, best Burger in town. Ey, die kommen sogar an deinen Tisch und sagen und fragen dich, ob du noch mal Ketchup willst, wenn dein Ketchup leer ist. Und dann hauen sie dir die Pampe drauf. Die Pampe. Da gehen wir jetzt hin und werden da heute Abendbrot essen. Und das sollen ja so tolle Burger sein. Und ich werde mir mal die Speisekarte reinziehen und mache eine neue Folge von Ram. Udo Snack, best Burger in town. Wir machen eine neue Folge von Ramses Kitchen. Und der Iswa hat schon wieder 10 Bier getrunken. Und was hat er noch getrunken? Die Liane. Nee, was heißt? Linie. Die Linie. Denn die ist erst 30 Jahre im Fass rumgerollt. 8 Monate. Auf dem Schiff wurde die hin und her gebeizt. Bis sie dann von uns in deinem Bauch landet. Von uns entjungfert wurde. Und der ist schon ganz gehypt natürlich auf die Burger. Oh Mann, ich hab und er Hunger. Redet permanent davon. Jetzt bin ich so gespannt, was uns da erwartet. Wenn es da nur so kleine Fitzelchen Hamburger gibt. Also ich brauche so einen riesen XXXL Armageddon Burger. Gibt es nämlich bei Rix für 40 Euro. Aber da traue ich mich noch nicht ran. Da brauche ich erst noch 3 starke Compadres, die da mitmachen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mit Ramses zusammen Burger essen. Das seid ihr cool und habt ein cooles Video. Und jetzt müssen wir hier warten. Hier müssen wir. Ja, dann warten wir hier. Gut, bis dann. Basketball! Eigentlich müsstest du immer reinschreien. U-Bahn! Nee, es ist der Oberhalb, also es. SWA-Bahn. Ja, ich verfolge dich mal mit deiner loyalen Jacke, Bruder. Es gibt sogar einen Sitzplatz, komm. So, Sitzplatz. Digga, Old School Feeling, guck dir das an. Nicht das, das ist Euro, also 20 Cent, aber guck dir den an. So einen habe ich letztens bei uns auch noch gesehen. Habe ich gleich mein ganzes Geld reingeprasst, ne? Hab immer gewonnen. Und jetzt ist Iswo gedacht, der holt sich auch mal ein. Für 20 Cent, du. Los, zieh, drück. Na. Ah. Immer dieses. Ja, ist ein bisschen kamerascheu und so. Ne, nee, da ist noch. Da hat schon jemand reingeschlotzt, deswegen kann man da gar nicht mehr rein. Bruder, was machst du da mit dem Geld, Mann? Sind das 20 Cent oder ist das Pokécoins? 20 ja. Euro Cent steht da. Sieht gut aus. Und jetzt? Da ist das zu. Wie das zu, Mann. Hey, Junge! Ich hab 10 Euro Szene, kann ich aber hier auch. Ne, meine sind drin. Ha! Verschimmelter Kaugummi hab ich! Der ist wohl immer noch am Kämpfen. Immer noch hardcore in the ghetto. Was machst du da für Moves, Alter? Was ist das? Sind die behindert? Warum geht das nicht rein? Ah! Bonbons! Ja, hier deine 20 Cent. Okay. Jetzt guck Shawn Michaels, guck. Wieder was gelernt. Esst keine Bonbons, kauft mehr Kaugummis, denn die sind hier. Wenn ihr so einen Automat habt, habt ihr auch einen. Ist bei euch in der Heimat noch so ein Automat? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hier habe ich mir gerade was gegönnt für 10 Cent. Denn die schmecken immer so minzig innen drin, hoffe ich. Die liegen natürlich auch schon 300 Jahre und ein Genuss, Junge. Deswegen, immer wenn ihr schon ein Automat steht, geht hin, investiert eure ganze Kohle. Geht nicht in die Spielothek, da verliert ihr eh immer. Geht dahin, ist billiger und ihr habt eine 100% Gewinnchance. Und immer Kaugummi en masse. So, wir sind immer noch auf der Suche nach der Burgerbude.
Und der ist wohl, der hammelt schon wieder rum. Aber ernsthaft eine Frage. Habt ihr auch so einen Kaugummiautomat noch bei euch in der Gegend rumstehen? Die werden immer seltener. Aber ich feiere die Dinger so eng krass. Manchmal denke ich, ich bin der einzigste Mensch auf der Welt, der sich dort noch Kaugummis zieht. Aber ich kann nicht anders. Wenn ich einen sehe, so einen Automat, muss ich immer reinschlotzen. Wir suchen jetzt die Burgerbude und melden uns dann später nochmal zurück.